Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der dritten Etappe des Rundwanderwegs Bliesgau unterwegs. Die Etappe geht von Gräfenthal bis nach Bischmisheim. Die Tour hat etwa 16 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Tour so ist, dann kommt mit. Wieder einen schönen Blick ins Bliesgau. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Noch etwa 1 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto, schätzungsweise. Denn den Streckenverlauf mussten wir ändern, da laut Komoot ein Weg da wäre, aber im realen Leben war da nichts. Da mussten wir improvisieren. Die Tour hat uns dann aber auch eigentlich gut gefallen, außer relativ am Anfang über die Landstraße. Aber da ging leider keine Alternative irgendwo vorbei. Schade. Aber nachher später auf den schmalen Pfaden, das war wieder richtig top. Wenn euch diese Wanderung gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao.
schätzen wir. Wir wissen es nicht genau, da wir die... Oh, leck mich doch!